Hallo, ich bin Till Franzen, Regisseur von Die blaue Grenze. Im fernen Osten erzählt man sich, dass die Lebenden und die Toten vor langer Zeit die gleiche Welt bewohnten. Und ich stelle euch jetzt meine Lieblings- und Hassfilme vor. Das ist der andalusische Hund, den habe ich jetzt aber eher ausgewählt, weil ich riesen Buñuel-Fan bin und das einer seiner ersten ist, vielleicht sogar sein erster. Und den habe ich auch ziemlich jung gesehen und hat mich lang und nachhaltig beeinflusst. So, Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, das ist Almodovar, aber das ist eher stellvertretend für alle Almodovar-Filme, weil der macht mich sehr nervös, wenn ich ihn sehe. Was vielleicht gut sein könnte, aber mich regt er irre auf. Mag die Farben nicht, ich mag seine ganze Ästhetik nicht, mag das Schauspiel nicht. Schlecht. Von den frühen Coen Brothers bin ich ein riesengroßer Fan. Das ist auch wieder eher stellvertretend, da mag ich fast alle Miller's Crossing, aber Barton Fink war immer der mir am liebsten war. Ich mag da diese abschälenden Tapeten, die sich ständig von den Wänden ziehen. Und John Turturro und John Goodman zusammen, ganz fantastisch. Super Atmosphäre. So, dann hier Aki Kaurismäki, auch vom frühen Kaurismäki, als er sich noch nicht so viel selbst zitiert hat. Bin ich großer Fan. Und I Had a Contract Killer ist mein Lieblingsfilm von Kaurismäki. Mag da seine ganze lakonische Art, wie er so entspannt und ruhig erzählt und genau auf dem Punkt ist. Und ich finde sein Credo, kürzer zu sein als, das ist ein Hund gerade, kürzer zu sein als 90 Minuten, finde ich sehr, sehr gut. Ich kann es leider nie einhalten, aber versuch's immer schwer. So, Peter Greenaway, mein erklärter Erzfeind, den ich wirklich sowas von verabscheue, alles, seine ganze Haltung, dieses Menschenverachtende, was er hat, dieses Misanthropische, ist überhaupt nicht meins. Und dann diese schwülstige Kunst, die er macht, ist, ja, ne, brauche ich nicht viel zu sagen, ist einfach, kann man gucken, um sich wirklich mal abzureagieren. Kommt fast ein bisschen im Klischee gleich, David Lynch gut zu finden, aber ich finde es wirklich von allertiefstem Herzen. Mein Lieblingsfilm ist eigentlich immer der nächste David Lynch-Film, egal was passiert. Und Inland Empire fand ich auch sehr, sehr gut. Wenn die Gondeln Trauer tragen, mein absoluter, mit weitestem Abstand größter Lieblingsfilm. Weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe. Und das erste Mal mit 7, glaube ich. Und habe da seitdem auch eine leichte Psychose, die ich, glaube ich, durch Filme machen versuche, irgendwie zu bekämpfen, auf jeden Fall. Und auf der Höhe zu stand damals 7 Punkte, warum Sie sich diesen Film lieber nicht anschauen sollten. Ich könnte jetzt auch 7 Punkte nennen, warum, aber ich kann es auch verstehen, wenn nicht, weil die Psychose kann passieren. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Das ist jetzt der mittlere der Reihe. Aber ich mag die ganze Reihe extrem gern, hat mir extrem die Abenteuerlust früher immer gebracht, sofort rauszugehen, nachdem ich den gesehen habe, und das Ganze nachzuspielen. Was das Tollste aber eigentlich ist, ist das Making-of von den drei Teilen, was, wenn man mal die Lust am Filmemachen verloren haben sollte, gibt einem das Making-of die auf jeden Fall zurück. Und die machen jetzt ja einen vierten Teil, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Ich hoffe, Harrison Ford nimmt sein Ohrring dafür raus. Ju-on, der Fluch. Habe ich mir irgendwann mal ausgeliehen in Hamburg noch, als ich da gelebt habe. Und der lag dann immer rum und nachts um 4 bin ich irgendwann aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen und habe dann den Film geguckt. Und das war ein kleiner Fehler. Ich habe mich auf jeden Fall gefürchtet und habe oft dann gedacht, bei mir liegt ein Kind unter der Bettdecke. Schreck der Dritte. Ich finde es manchmal schade, aber ich kann 3D-Filme leider nicht gucken. Mir wird da physisch schlecht. Also das ist jetzt auch kein Spaß, sondern wirklich, wenn ich die sehe, kriege ich physische Probleme. Mir wird ein bisschen übel. Es ist fast wie eine Astronautenkrankheit oder so. Ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, dass die nie so eine Erdung haben, die Figuren, und diese furchtbare Mimik, was sie immer noch nicht raus haben, das irgendwie mal ein bisschen anständig zu gestalten. Also das ist 3D muss nicht sein und finde ich auch ganz schlimmen Trend. Anchorman, Will Ferrell. Bin großer Will Ferrell-Fan, weil das so ein Komiker ist, der
seine komischen Rollen immer mit größtem Ernst spielt und größter Aggression, größtmögliche Aggression. Und das finde ich ganz toll, dass der wirklich so, man weiß nie, was als nächstes passiert bei dem. Ja, das war's von mir. Ich würde mich jetzt gern noch ein bisschen weiter umgucken hier, habe aber keine Zeit mehr, muss jetzt weiter schreiben. Und mehr über meinen Filmgeschmack seht ihr bei moviepilot.de. Also bis dort. Tschüss.